Eben. Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie weitergehen? Einzahlung machen. Na, da steht Amazon drauf. Amazon? Ja. Hier steht eine Karte from United States. Ja. Amerika. Ja, da kommt mein Papa her. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und willkommen zu diesem neuen Video und diesem neuen Telefonat. Ich habe euch wieder eine ganz besonders schlaue Abzockerin mitgebracht. Viel Spaß mit diesem Anruf. Ist sie besser? Ja, der ist wieder da. Ja, also... Wie gesagt, es tut mir leid, natürlich, ich habe angerufen, weil sie bei uns gelandet sind. Ja. Und ich wollte, dass sie richtig bei den richtigen Firma landen können. Ja. Beim Platinex, da wo sie gerade eben eingeloggt sind. Deswegen habe ich gesagt, lege sie bitte auf, weil wusste ich nicht, mit wem habe sie zu tun. Ja, da war erst eine Frau dran und dann war da auf einmal ein Mann dran. Die waren ganz komisch. Ja, so viel kann ich euch aber sagen. In dem Vorgespräch war natürlich eine Frau und ein Mann dran, aber die waren nicht viel komischer als das Gespräch hier. Und vor allem finde ich es immer wieder sehr, sehr interessant, wenn die Betrüger über Betrüger reden und andere Betrüger schlecht machen wollen. Aber sie selbst sind natürlich keine Betrüger, ne? Tja, Leute, immer wieder dasselbe. Aber naja, zu Schulungs- und Unterhaltungszwecke dient es auf jeden Fall trotzdem. Komisch, was haben die gesagt? Ja, na, die wollte als erstes gleich meine Kreditkarte und 250 Euro haben. Kreditkarte 250 Euro an. Okay. Ja. Versteht erstmal, ich bin hier, damit Sie auch verstehen können, ja, wie das Ganze funktioniert, den Plattform zu zeigen, zu erklären. Hm. Die Entscheidung treffen Sie immer selber, okay? Hm. Natürlich trifft man die Entscheidung selber, das ist ganz klar. Aber sie ist definitiv nicht dazu da, um einem irgendwie zu helfen. Das Einzige, wo sie euch dabei helfen möchte, ist, dass ihr mindestens 250 Euro ärmer werdet, als ihr das vorher wart. Denn ja, viel mehr Sinn hat dieser ganze Anruf überhaupt gar nicht, weil warum sollte euch eine Firma einfach anrufen und ja bei der Registrierung helfen? Also ich meine, es wäre ja so, als würde euch eure Sparkasse anrufen, damit euer Online-Banking richtig funktioniert. Alles nur Quatsch und Blödsinn, was die da erzählen am Telefon. Die einzigste Hilfe, die die einem geben, ist, dass man möglichst schnell darauf reinfällt, irgendwie sein Geld loszuwerden. Naja, man macht's meistens nicht besonders schlau, aber es gibt halt leider Menschen, die auf diesen ganzen Blödsinn hier dem Anschein nach irgendwie reinfallen. Traurig, aber es ist leider so. Natürlich, es geht um ein Handelskonto, das ich selber geöffnet habe, vor ein paar Sekunden. Es ist natürlich geöffnet, wenn Sie angemeldet sind. Und wollte ich fragen, haben Sie Erfahrung an Online-Geschäften oder ist es nur das erste Mal für Sie? Ne, gar nicht. Also ich habe mich hier das erste Mal bei die Höhle der Löwen angemeldet und auf einmal rufen ganz viele Leute gleichzeitig an. Also vielleicht haben viele Anmeldungen gleichzeitig gemacht. Ich habe nur eine gemacht. Herr Stein, normalerweise bei unserer Firma, Sie haben eine große Sicherheit, durch ein Softwareprogramm mit den Händen zu beginnen, eine automatische Trader, ja, und extra ein Finanzberater Hilfe, jemand, der spezialisiert an diesem Bereich ist. Mhm. So bei uns, Sie bekommen beide Optionen, damit Sie eine große Sicherheit haben können. Mhm. Natürlich, es geht um ein Handelskonto aktivieren, aber es geht nicht um eine richtige Einzahlung. Es geht um eine Investition von Ihrer Kreditkarte auf Ihr Handelskonto. Ja. Und wo genau liegt jetzt der Unterschied zwischen Einzahlung und Investition? Sie will mir erklären, ich zahle, oder sie will ja hier vehement davon abgehen, dass ich Geld einzahle, sondern die nennen das immer investieren. Dabei macht das überhaupt gar keinen Unterschied, ob ihr einzahlt oder investiert. Das Geld wird auf jeden Fall auf ein anderes Konto transferiert. Egal, ob ich es einzahle oder investiere, es bleibt letztendlich das Gleiche. Tja, aber die Betrüger sehen das irgendwie jedes Mal ein bisschen anders und sind da vehement, wenn man das versucht gleichzustellen. Naja. Machen alle selber. Alles wird transparent sein, okay? Ich bin hier dabei zu helfen. Also ist alles durchsichtig. Kann man überall durchgucken. Natürlich. Sagen Sie mir bitte, Herr Stein, wie weit sind Sie noch? Was schauen Sie gerade? Beschreiben Sie mir bitte. Na, die andere Dame hat mich gerade dazu gezwungen, mein E-Mail-Postfach aufzumachen. Und zwar sofort, hat sie gesagt. Nochmal bitte? Ja, ich sollte ja mein E-Mail-Postfach aufmachen. Deswegen gucke ich gerade auf meine E-Mail. Also, gehen Sie bitte auf Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Ich schicke den Link von Platinex. Ja. Von deinem Handelskonto. Ja.
Und ich kann heute ein sehr superes Angebot für Sie machen, einen Bonus auch dazu geben, okay? Ja. Also, ich habe mit dem Betreffslink den Link von Platinex geschickt. Ach, per E-Mail haben Sie das geschickt. Aber das dauert genau. Bei mir immer eine Weile mit E-Mail, ne? Also, gerol-stein@mdccfun.de. Ja, genau. Genau, ich habe mit Betreffslink geschickt. Aktualisieren Sie bitte Ihren Posteingang, checken Sie bei Spam oder bei Junk-Nachrichten. Ja, da gucke ich auch nochmal rein. Aber dann dauert es jetzt eine Weile, ne? Weil wenn ich auf Spam drücke, Kein Problem. Über 100.000 E-Mails drin. Das dauert ganz lange beim Laden. Kein Problem, die letzte E-Mail werden Sie anschauen. Nur stellen Sie mich auf Lautsprecher ein. Ja, das ist kein Problem. Okay, dann. Oh, jetzt nehmen Sie schon Zeit. Wieder jemand an. Einfach legen Sie auf. Ich werde erklären und helfen. Genau, da sind wir wieder bei der Situation, wo noch ein Betrüger anruft und die Betrügerin, die sich hier gerade bei mir am Telefon befindet, kriegt gleich Bammel, dass ihr Verkauf weg sein könnte. Ja, und dementsprechend meint sie dann halt schnell lieber auflegen. Tja, was man davon halten soll, dass euch der Gesprächspartner am anderen Ende sagt, ihr sollt da einfach auflegen und gar nicht erst rangehen. Ich glaube, das spricht eigentlich schon alleine für sich, dass das hier definitiv auf gar keinen Fall irgendein seriöses Unternehmen sein kann. Denn ich glaube nicht, dass ein seriöses Unternehmen euch vorschreibt, mit wem ihr telefonieren dürft und wo ihr aufzulegen habt. Tja. Okay. Wir rufen ganz schön viele auf einmal an. Keine Sorge, Herr Stein. Sie sind auf die richtige Firma gelandet. Also, haben Sie mit Betreffslink von laura.robert@platinex.co haltet? Ja, der Spam-Ordner, der lädt noch. Das dauert jetzt, wie gesagt. Da sind über 100.000 E-Mails drin. Okay. In einem Monat jetzt schon. Haben Sie einen Computer mit Internet oder ein Handy? Ich habe beides, ja. Beides? So, also bei Spam ist nichts drin. Dann gucke ich nochmal auf Posteingang, weil da ist was Neues gekommen. Da habe ich jetzt von info@bitpop. Nein, von Laura. Nee, da habe ich noch nicht bekommen. Nee, denn Laura ist nicht dabei. Ich schicke es nochmal. So. Hier, komm, jetzt kommt hier noch eine. Welcome to Bitpops. Ich schicke das nochmal. Ja. Aktualisieren Sie das bitte. Daily FX kommt ja auch gerade eine Nachricht und noch von Naga-Team. Von laura.robert. Nee, also hier kommen welche, aber irgendwie dauert das gerade. Kein Problem, Herr Stein. Ich kann für Sie buchstabieren. Die Webseite? Die Webseite. Oh ja, das ist gehen sehr Sie schön, ja. In Google bitte, ganz oben, wo man den Link schreibt auf den Computer. Schreiben Sie P wie Petra. P wie Petra, ja. L wie Ludwig. Ja, habe ich. A wie Anton. Ja. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. E wie Emily. Ja. Ein X. Ja. Punkt C-O. Cesar Otto. Ohne M am Ende, bitte. Ja. Und es kommt sofort eine schwarze Seite? Ne, jetzt habe ich hier eine weiße Seite mit blauen Links. Ich sollte ja bei Google eingeben. Platinex.co, haben Sie gegeben? Habe ich bei Google eingegeben, ja. Ja, was kommt jetzt? Kommt die erste Option? Jetzt kommen die Google-Suchergebnisse. Haben Sie es gefunden? Na, was soll ich denn machen? Tja, das wird mittlerweile schon zum Standard-Hit. Die Leute, die lotsen einen auf Google, man soll googeln und, ja, deren Adresse eingeben. Und dann wundern sie sich, dass man die Google-Ergebnisse bekommt und nicht direkt bei denen auf der Webseite landet. Also ich verstehe nicht, irgendwie ist das bei denen tatsächlich zum Standard. Einfach nur absolute Dummheit. Naja, aber wenn sie der Meinung sind, damit erfolgreich werden zu wollen, ich weiß es nicht. Ich finde immer nur wieder, das ist zumindest wenigstens ein relativ guter Schutz gegen Betrug, weil sie selber einfach so blöd sind, dass man mit der Blödheit wohl kaum jemanden betrügen kann. Es gibt leider Leute, die darauf reinfallen, aber ich denke mal, zumindest wenn die Leute da am Telefon nur ein bisschen intelligenter wären,
also wirklich nur minimal intelligenter wären, dann könnten sie wirklich viel, viel mehr Menschen abzocken. Und ich denke mal, das ist schon ganz gut, dass da solche Vollpfosten sitzen, die A, kaum Deutsch können und B, überhaupt nicht wissen, was sie da überhaupt reden. Also, sehen Sie die schwarze Seite? Nee, die Google-Ergebnisse sehe ich jetzt. Ich sollte doch bei Google ganz suchen. Ganz oben, wo man den Link schreibt. Nicht bei Google. Ganz oben, wo man den Link schreibt. Nur aber gerade eben haben Sie noch gesagt, ich soll das bei Google eingeben. Ganz oben, wo man den Link schreibt, bitte. Ja, aber das ist ja dann nicht mehr Google. Nein, nicht mehr Google, oben. Ja, dann schreibe ich das jetzt da rein. Dann müssen Sie noch mal buchstabieren. Ein P wie Petra. Hm. Ein L wie Ludwig. Ja. Ein A wie Anton. Hm. Ein T wie Theodor. Ja. Ein I wie Ida. Das ruft schon wieder jemand an jetzt hier. Ja. Ein N wie Nordpol. Ja. E wie Emily. Ja. Ein X.co. Ohne M am Ende. Ja. Cesar Otto. Platinex.co. Ja. Jetzt habe ich hier die Seite. Jetzt habe ich hier eine weiße Seite mit einem gelben Vogel und ein gelbes anderes Ding. Mit einem Vogel? Ja, da ist ein Vögelchen drauf. Das sieht ganz niedlich aus. Okay. Wir machen es so. Auf Ihrem Computer haben Sie Anydesk oder TeamViewer? Nein. Nein. Können Sie bitte Anydesk herunterladen? Nein. Damit ich von meinem Computer auf Ihrem Computer helfen kann? Nein, das machen wir nicht. Machen Sie es. Okay, dann machen wir es so. Ich werde Sie erklären, okay? Ja. Und ich werde von meinem Finanzbüro alle machen, okay? Am Ende bitte, Sie müssen das bestätigen. Ja. Natürlich, wir haben viel Angebote für Sie heute. Wenn Sie bei uns mit einem silberes Konto handeln möchten, wir haben die Möglichkeit, ab 500 Euro weiterzugehen, extra 250 Euro Bonus von der Plattform zu bekommen. Ja. Ab 1.000 Euro bekommt man ein goldenes Konto. Sie haben die Möglichkeit, bei den neuen Projekten zu beschäftigen und heute 500 Euro extra zu nehmen. Mhm. Was denken Sie dazu? Welche Konto interessiert Sie? Das Beste. Nochmal? Also so, wie Sie sagen, ja. Mit welcher Summe möchten Sie weitergehen? Na so, was soll ich denn geben? Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie weitergehen, Einzahlung machen? Na, dann nehme ich 50. 250? Nee, 500 oder 1000 Euro? Na, geht nicht erstmal 50? Nein, geht es nicht. Minimum ist 250. Das ist aber silberes ganz schön Konto, viel. Silberes Konto sind 500 Euro, goldes Konto 1000 Euro. Gibt es auch ein andersfarbiges Konto? Nein, es ist nur 250 Euro Minimum. Fangen wir erstmal klein aus. Ja. Was für eine Kreditkarte benutzen Sie bitte? Visa oder Master? Eine Kreditkarte? Ja. Da muss ich mal in mein Portemonnaie gehen. Okay. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Soll ich da mal gucken gehen? Ja, schauen Sie erstmal. Ja, dann gucke ich mir das mal an. Moment. So. Ja, da habe ich mir so schön gemütlich gemacht. Müssen Sie immer mitten in der Nacht arbeiten? Haben Sie es gefunden? Ich suche noch. Aber ich dachte, ich mache vielleicht so ein bisschen Schmaltalk in der Zwischenzeit. Liebe, Sie werden bestätigen, keine Sorge. So, jetzt habe ich hier mein Portemonnaie. Genau. So. Und da muss ich mal gucken, da sind ja meine ganzen Karten drin. So, da habe ich hier den Personalausweis, den brauchen wir nicht. So, dann habe ich hier meine Knacks-Club-Karte, die ist auch von der Bank. Aber da kann man nicht mit, das ist keine Kreditkarte. Keine Kreditkarte? Da, ich muss mal gucken, da kommt aber noch eine. Ich habe jetzt erstmal meine Knacks Club Smart Card.
Für den Knacksclub. Von der Sparkasse. So. Jetzt habe ich hier Cinemax Club. Liebe Visa oder Master, haben Sie schon? Na, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst mal gucken. Wissen Sie, wie viele Karten hier drin sind? Das sammelt sich auch immer an. Haben Sie auch so viele Karten? So, jetzt habe ich hier eine, die... Da steht Vista drauf. Herr Stein. Ja? Kreditkarte, Visa oder Masterkarte, haben Sie schon? Ich habe jetzt hier so eine Karte, da steht Vista, eine Vista-Karte. Die erste Nummer was ist? Die erste Nummer, von da stehen viele Nummern. Welche Nummer soll ich dann nehmen als erste Nummer? Die erste Zahl von der Kreditkarte. Na, hier haben wir Verfallsdatum und... CVV, welche Nummer brauchen Sie denn da jetzt? Die 16 Ziffern, die erste Nummer von die 16 Ziffern. Ach, was die ist? Ganz lange meinen Sie, na dann sagen Sie das doch. So. Was ist? Da steht eine 4. 4? Ja. Okay, lesen Sie mir bitte weiter. Weiterlesen, also die anderen auch noch. Ja, 16 Ziffern. Ja. Das ist dann die 1612, 9000... Lesen Sie 1 per 1. 1 per 1. Nach der 4 kommt 4. Ja. Ach so. 4. Also, ach so, Sie wollen das langsamer. Genau. Ja, dann eine 4. Also eine, ja. Also das ist die erste, ja? Ja, lesen Sie weiter. Ja, dann eine 1. Ja. Dann kommt eine 6. Ja. Dann kommt eine 1. Ja. Ja. Dann haben wir eine 2. Eine 2? Ja, eine 2. Ja. So, dann kommt eine 9. Okay. Dann kommt eine 0. Ja. Eine 2. Ja. Eine 8. Ja. Dann kommt noch eine 8. Ja. Dann kommt noch eine 8. Ja. Dann kommt eine 4. Ja. Dann eine 5. Halt. War ich zu schnell? Ja, die 5. Was kommt jetzt? Ach so, ja, dann eine 6. Eine 5, eine 6 und dann? Dann eine 3. Ja. Und noch eine 3. Okay, bei welcher Bank sind Sie bitte? Wie heißt der Bank? Na, hier steht Visa. Visa von welcher Bank? Bankname. Da steht Amazon drauf. Amazon. Ja. Hallo? Ja? Ja? Moment bitte. Es muss Kreditkarte von einer Bank sein. Sparkasse, Volksbank. Na, das... Damit bezahle ich bei Amazon. Was steht da drauf? Einfach sag es mir, was für ein Name von der Bank ist. Na, da steht Amazon drauf. Amazon? Ja. Hier steht eine Karte from United States. Ja. Amerika. Ja, da kommt mein Papa her. Der hat mir die mitgebracht. Ihr Papa kommt aus Amerika? Ja. Sie kommen auch aus Amerika? Nein, ich kann das nicht. Ich hab da Angst, weil die sind da mit Waffen und so. Alles klar. Danke, Herr Stein. Ja, Betrüger. Tja, diesmal zwar kein Ende mit einem Riesenknall, aber die Tante hat sich sicherlich trotzdem gefreut, mit mir hier 20 Minuten zu verplempern. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video auch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Vergesst das Kommentar unten in den Kommentaren nicht und schreibt was Schönes. Und naja, sowieso.
Teilt das Video mit allen euren Bekannten, Verwandten auf WhatsApp, Instagram und so weiter. Wenn ihr das Teilen-Knöpfchen benutzt, dann sehe ich das auch in der Statistik. Ja, und wer möchte, kann gerne noch meinen Kanal abonnieren. Natürlich mit Glocke, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. Jetzt siehst du hier noch die Playlist mit allen anderen Videos von meinem Kanal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.